Hallo, da sind wir wieder. Ich bin der Marian und ich habe mir im Januar das Kreuzband gerissen. Mittlerweile ist meine OP ungefähr 6 Wochen her. Die ersten 6 Wochen sind eher vom Heilungsprozess gekennzeichnet, das heißt trainingsmäßig ist noch nicht allzu viel geboten, aber trotzdem kann und sollte man in der ersten Zeit auch schon einige Übungen machen. Eigentlich mehr oder weniger direkt nach der Operation geht es da gleich los und die wollen wir euch jetzt gleich mal zeigen. Hallo, mein Name ist Patrick Egner, ich bin Physiotherapeut, behandle viele Sportverletzungen und im Rahmen dessen kam auch der Marian Lösch zu mir, weil er sich beim Skifahren sein Kreuzband gerissen hat. Heute werden wir ein bisschen auf das Thema Kreuzband eingehen und vielleicht im Nachhinein auch noch ein, zwei Sätze dazu verlieren, was man präventiv machen kann, um das vielleicht zu verhindern und generell Knieverletzungen zu vermeiden. Das Kreuzband ist ein sehr wichtiges Band im Kniegelenk, was sehr viel für die Stabilität verantwortlich ist. Es läuft ja von vorne nach hinten im Kniegelenk, stabilisiert somit komplett, verhindert, dass der Unterschenkel nach vorne wegrutschen kann, wenn man das belastet. Und demnach, wenn es reißt, ist eben diese Gefahr gegeben. Und wenn es nicht operiert wird bei Leuten, die sehr viel Sport machen, ist die Abnutzung im Kniegelenk sehr, sehr groß. Das heißt, Knorpel, Meniskus und auch Bandstrukturen außenrum werden sehr stark beansprucht. Insgesamt kann man die Nachbehandlung ganz grob in 3 Phasen unterteilen. Die erste Phase relativ kurz, die Entzündungsphase direkt nach der OP. Da ist es einfach wichtig, viel das Gelenk zu bewegen, die Weichteile außenrum, sprich Muskelsehnen weich zu halten, dass sich nichts verklebt, nichts verkürzt, die Beweglichkeit möglichst schnell wieder erreicht wird. Dort auch natürlich die Schwellung zu reduzieren, das heißt durch Lymphdrainage oder aktive Muskelpumpen die Schwellung zurückzukriegen, dadurch auch wieder den Druck im Gelenk zu verringern und die Beweglichkeit zu verbessern. Dann kann man dort auch schon langsam anfangen, Eigenübungen für den Patienten mitzugeben, eben genau für das, für Streckung des Kniegelenks, ganz wichtig, auch die Beugung mittlerweile etwas zu forcieren und auch kleine koordinative Übungen schon mit einzubauen, die aber erstmal noch relativ statisch oder in kleinen Bewegungen mit geringer Belastung stattfinden. Die Übungen, die wir machen, erscheinen für jemanden, der nicht verletzt ist, vielleicht ziemlich lächerlich. Für jemanden, der aber gerade die Kreuzband-OP hinter sich hat, es ist alles relativ schwierig, auch die ganz einfachen Sachen. Man hat am Anfang wahnsinnig Probleme, den Muskel hier anzusprechen, vorne den Quadrizeps. Und Strecken und Beugen sind auch nahezu unmöglich. Deshalb die erste Übung beschäftigt sich vor allem mit der Streckung. Man versucht einfach, die Kniekehle ganz stark in die Matratze oder Couch, je nachdem, wo man sich gerade befindet, reinzudrücken, das Bein damit zu strecken und den Oberschenkelmuskel anzuspannen. Das Ziel wäre irgendwann, so eine Bewegung, so eine Streckung hinzubekommen. Momentan ist es rechts allerdings noch deutlich eingeschränkt, wie man sieht. Der Oberschenkelmuskel, der schon stark abgebaut hat, auch bewegt sich zwar, aber in diese Überstreckung komme ich noch nicht rein. Die nächste Übung beschäftigt sich da mal damit, dass man versucht, sein Bein zu heben, was einem am Anfang auch wahnsinnig schwer fällt. Am Anfang geht es eigentlich gar nicht, aber es wird dann mit jedem Mal ein bisschen besser. Man versucht einfach ganz banal, sich vorzustellen, dass da ein kleiner Gegenstand liegt und man versucht, seine Ferse drüber zu heben. Also einfach so. Die nächste Übung beschäftigt sich dann mit der Beugung. Es geht am Anfang auch so gut wie gar nicht, aber wird eigentlich täglich besser. Dabei versucht man eigentlich einfach nur, die Ferse zum Körper hinzuziehen. Ich habe vor allem am Anfang dann immer noch seitlich mit den Händen versucht, das Knie zu stabilisieren, dass es nicht nach rechts oder links ausbricht. Genau, und dann versucht man einfach nur ganz sanft sein Knie zu beugen, was dann hoffentlich jeden Tag ein bisschen mehr geht. Ich persönlich habe jetzt gerade bei der Beugung noch ein bisschen Probleme, dass ich eigentlich relativ bei 90 bis 100 Grad ist bei mir Schluss. Da habe ich im Moment ziemlich Arbeit zu tun, aber ja, es wird jeden Tag besser und da muss man ein bisschen die Zähne zusammenbeißen.
Eine Übung, die man eigentlich auch ständig machen kann, ist die sogenannte Wadenpumpe, bei der man die Füße streckt und wieder anzieht. Damit werden die Venen durchgepumpt und die Muskulatur aktiviert, was dann im Endeffekt auch hilft, die Schwellung abzubauen über die Zeit. Die nächste Übung ist nochmal für die Beugung. Die ist vor allem am Anfang quasi unmöglich gewesen für mich. Mit dem gesunden Bein sieht sie jetzt so aus. Mit dem verletzten Bein fühlt man sich am Anfang so, als würde man 100 Kilo hochdrücken, aber es bewegt sich leider gar nichts. Mittlerweile geht es schon ein bisschen besser, aber es fällt mir immer noch sehr schwer. Okay, das waren jetzt so die ersten 6 Kreuzbandwochen. Ab jetzt geht es dann auch wieder langsam los mit ein bisschen anspruchsvolleren Übungen und mehr Training. Das gibt es dann beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao!